Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Ein pavillierter Faulpelz! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Das ist der schlimmste Verrat von allen! Soll der Alt uns darin hindern, selbstständig zu denken? Nur um zu lernen, wie man Messer Gabel hält! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Verrat meiner Person! Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Ämter aufgibt. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Soll der Alt uns darin hindern, selbstständig zu denken? Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Ja, und? Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Jeder in der Umgebung des Führers weiß, dass das ein Hirngespinst ist. Fantasie! Was hat er daraus gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist! An meiner Person! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Das sagen ausgerechnet Sie! Ein Opportunist! Ein rücksichtsloser Karrierist! Die Korruption in unserem Staate möglich gemacht! Keitel, Jodel, Krebs. Und Butter. Miau, 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 miau. Fink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Dass diese Kultur aus dem besten Europa verschwemmen. Dann soll die Armee kehrt machen. Die Logik der Frau. Haben Sie noch Zweifel an einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Der Angriff steigert mein Befehl. Die gesamte Generalität ist nicht zweit als ein Haufen Feiglinge, Feiglinge. Haufen, sie ist ohne Ehre. Verräter. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Ich hätte gut daran getan. Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Er wird von Standgericht gestellt und erschossen. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Ah, danke. Sie sind da. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Feiglinge! Verräter, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre! Aber Sie haben es doch selbst gehört, Sie müssen führen. Tun Sie, was Sie wollen, das war ein Verräter der Worte. Verrat an meiner Person! An meiner Person! Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Soll der Alt uns darin hindern, selbstständig zu denken? Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Mein Führer, wir rufen der Berlin das kann und darf nicht sein. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzubringen. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Dass diese Kultur aus dem besten Europa verschwemmt. Die Logik ist in Ordnung. Nein!
Jeder in der Umgebung des Führers weiß, dass das ein Hirngespinst ist. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Und doch habe ich allein auf mich gefällt, ganz Europa erobert. Aber Götzen nach ja! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten sind gefallen. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Ihr Ansuchen, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Wir können den Gruppenführer Fegelein möglich finden. Hat die Korruption möglich gemacht! Und jetzt das. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann... Verräter! Sollten Sie Berlin verlassen. Nein!